Hallo, hallo. Hallöchen. Wir sind's wieder nach langer, langer Zeit. Ein bisschen Urlaub und anderen Dingen. Wacken! Zurück am Start. Ui, Ja, ich bin und? runtergegangen. Guck mal, ich hatte das letzte Safe Game geschaltet, Leute. Ich bin nicht gestorben dieses Mal. Und wir haben inzwischen herausgefunden, wie das funktioniert, den Hexen ihr Äuglein zu stehlen. Wir probieren es zumindest mal. Also theoretisch wissen wir, wie es geht. Hey, ich hab's eben geschafft. Ja, aber jetzt ist gleich Vorführeffekt und wir schaffen es wieder nicht. Selbst wenn wir jetzt 20 Minuten brauchen, haben wir es hinterher geschafft. Und ja, wir Das wissen jetzt, stimmt was man wohl, das machen stimmt muss. wohl. Also, du darfst nicht auf die Hand klicken, du musst auf Nehme Hexe klicken quasi, was überhaupt keinen Sinn ergibt. Und jetzt hast du dir wehgetan. Anscheinend. Aber nicht zu schlimm. Wie komme ich nochmal dahin? Das ist hinter den blauen Bäumen. Hinter diesen unheimlichen Ah ja, Geisterbäumen. durch Da den ist dann schönen Wald. die Dingsbumshöhle, die Schädelhöhle. Schädel Cave. Hallo? Oh. Ich hätte auch einfach das andere Safe Game nehmen können, Theoretisch. oder? Aber so ist es jetzt ein fließender Übergang. Natürlich. Okay, also. Wir müssen in diese wunderschöne Schädelhöhle reingehen, ja? Und dann. Erstmal die eine Hexe da weglocken. Okay. Die erste Hexe kommt da jetzt gleich. Jo. Böse Hexe. Richtig böse Hexe. Und dann, welche Hexe hat das jetzt in der Hand? Autsch. Das Bin mich siehst du. verbrannt. Die geben sich das immer. Du musst warten, bis eine. Jetzt hat's die linke. Ja, ich muss kurz hier. Und dann muss ich das einfach nehmen. Jo. Ah, du musst natürlich erstmal nah Was ran. ist Jetzt hat's wieder die andere. Ja, wunderbar. Wieso bin ich jetzt nicht los enough? Du musst dich direkt davor stellen. Ja. Aber nicht so nah ran, dass sie dich greift. Natürlich nicht, weil das wäre ja blöd. Ja. Du schaffst das schon. Wir glauben alle ganz, ganz fest an dich. Ja, ihr macht euch alle lustig über mich. Das auch. Ja. Ein schönes, heißes Bad. Ja, jetzt wissen wir Boah, doch ich habe überhaupt keinen schon. Bock drauf. Nee, Es ist viel zu ist viel zu warm. warm. Ich freue mich schon auf den Herbst. Oh ja. Herbst ist toll. Restore. Nimm Halloween. jetzt bitte dieses Restore hier. Okay, ist in Ordnung, ist in Weil Ordnung. es ist ja eh nichts passiert danach, oder? Nö, ist nicht. Was Wertvolles haben wir nicht gemacht in dem Haus. Ich trinke mal einen Okay. Schluck. Welche hat's jetzt? Die nicht. Jetzt. Ah, ich hab's, ich hab's, ich hab's! Hast's geschafft. Und jetzt? Videosequenz. Gib uns das Auge zurück. Bitte, die alte Hexe. Fleht die alte Hexe. Ich geh's hier einfach raus. Ich weiß nicht, ob man das denen zurückgeben soll. Ich kann es ja mal speichern. Und dann siehst du, ob das eine gute Idee war. Auge. Auge! Ich will jetzt mal kurz rausgehen. Guck das erstmal an, das Auge. Ja, eben. Ah, okay. Also du guckst hin, das Auge hin, das schaut in dich zurück. Und du steckst es schnell wieder weg, damit du deinen Ort nicht den Hexen freigibst. Dein Standort, deine Location. Ja. Ja, ist ein bisschen laut. Soll ich mal hier, wir können gerade mal, kannst du mal mit der Maus gucken, ob du hier kurz raustappen und hier das ein bisschen runterdrehen. Den Regler da. Nee, den anderen. Der hier. Ja. Okay. Okay. Und zurück ins Spiel.
Okay. Ja. Warum höre ich auf dich? Okay. Also, die Hexen flehen dich an und landen auf ihren Knien, Jetzt sagen: leg's doch richtig vor. Das bringt viel mehr Als du Stimmung. wieder in die Höhle zurückkommst, Ein bisschen weniger genervt. Denk mal an die Zuhörer. schmeißen diese einäugigen Hexen dir etwas zu, das vor deinen Füßen auf dem Boden landet. Hier, nimm das! Heulen sie. Ja. Es ward off the undead. Was ist Es das wird die denn? Untoten abwehren. Du wirst Ah. es brauchen. Nun gib uns bitte unser Auge zurück. Okay, also nehmen wir das jetzt, ne? You think about it. Ein Skarabäus. Soll man denen das Auge zurückgeben? Ja, warum Ja, aber nicht? ja, speichere erstmal, dann siehst du, ob es eine gute Idee war. Safe. Skarabäus. Nein. Oh, Machst du da? Play. Also nicht, ich wollte meine Tasche klicken. Ich habe mich verklickelt. Anschauen. Das Obs der Obsidian-Anhänger. Sorry, ich lies gleich. Wunderschön in die Form eines Skarabäus gemeißelt. Oh, es geht wieder. Gleich kommt's. But is otherwise unremarkable. Aber Sonst sehr. unauffällig. Ja, gut, dann taken wir das doch. Ja, ist okay, Entschuldigung, ich brauche den Pfeil. Und dann schmeißen wir das, ne? Du schmeißt das Glasauge zurück zu den drei alten Hexen. Komm näher, mein Liebes. Wir würden dir gerne ein kleines Geschenk Ja, geben. das glaube ich jetzt nicht. Probier mal aus. Wetten, die kochen dich? Traue ihn auf jeden Fall nicht. Gott. Ja, ich weiß, ich brenne mich ja wieder. Okay. Du sprichst mit den drei hässlichen Hexen. Sie sagen etwas zu sich selbst und dann sagt eine: Komm her, Mädchen. Wir haben etwas, das wir dir geben möchten. Einem netten Mädchen, das uns unser Auge zurückgegeben hat. Ja, wer denn? Button. Hallo? Hab keine Angst, komm her, wir haben ein Geschenk für dich. Ja, wo soll ich denn noch hingehen? Watch out. Ja, of course. Ja, of course. Ab in die Suppe. Natürlich wurde da nichts. Ja. Also Kein Kors gibt's den nicht wieder. Hexenvertrauen. Ja doch, aber Nee, vertraue einfach nicht nicht. wiedergeben. Meinst du? Ja, würde ich jetzt so machen. Die werfen dir das ja zu, du nimmst das Ding und dann gehst du wieder raus. Irgendwann hammert halt, ne? Ja. Okay. Gut, tschüssi. Kannst du noch mal reingehen? Vielleicht werfen sie noch was zu. Aber es ist schön, wie schnell das alles geklappt hat. Oh. Wie eine dunkle Decke kommt Breitet die sich die Dunkelheit aus. Dunkelheit. Voll breit. Muss ich drücken? Nö. Warum packst du immer die Krone auf alles drauf? Weil es cool aussieht. Ah, es ist Es Nacht. ist Sieht alles viel Nacht. schöner aus. Es ist Nacht. Guck mal, die Kein Sterne. Stern zu sehen. Der Mond versteckt sich. Der Ring out for Ich muss gerade me. überlegen müssen, was ich mache. Ne? Aber es sind ganz viele Sterne Aber zu sehen, es gibt tatsächlich. noch schöner. Es gibt noch. Es ist Nacht, Senorita. Ach ja, stimmt. Senorita. Und ich liege auf dir. I. Wie vielleicht. I! Du hast mich geheiratet. Die sind immer noch da. Nicht du. Was passiert jetzt? Also, sie bitten wieder darum. Nö, tschüss. Ich hoffe mal, dass das jetzt die richtige Ja, weiß ich Entscheidung nicht, war. aber kann man da sonst noch was nehmen? Dieser Schädel sieht Ach so stimmt, du kannst interessant dich da mal aus ein da bisschen hinten, umgucken. Die sehen ja jetzt oder? gerade nichts. Die sind ja Ja. gerade blind.
Du zitterst beim Anblick des menschlichen Schädels auf dem Regal. Du siehst Flaschen und Gefäße mit ekelhaftem Zeug drin. Aber dich interessiert nichts davon wirklich. Oh, ist das gleiche Text, okay. Ja, weiß ich nicht, ob ich den wollen würde. Probier mal den zu nehmen, ob es geht. Lass den Schädel allein, du hast schon deinen eigenen. Ja, dann gehen wir. So, es ist Nacht, Senorita. Was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Wenn es Nacht ist, gehen wir am Friedhof. Oh, das klingt gut. Dann haben wir jetzt was, um die Untoten abzuwehren. Genau. Und ich habe gehört, die kommen nachts aus ihren Gräbern. Das wäre cool, oder? Wie, das wäre cool? Ja, irgendwie hat das was. Dann müssten aber die ganzen Totengräber viel besser bezahlt werden. Und du müsstest nachts immer darauf achten, dass deine Haustür und deine Fenster gut verschlossen sind. Ich meine jetzt nicht in real life. Hast du jetzt aber gerade so formuliert gehabt. Ich meinte im Spiel. Okay. Wie hat sie denn das jetzt gemacht? Sie ist in den Kopf gestoßen. Wie hat sie denn das jetzt gemacht? Keine Ahnung. Du hast die Maus in der Hand. Ja, aber ich bin doch nur gegangen. War der Friedhof links daneben oder rechts daneben oder beides? Ich glaube beides. Muss ich das dann... Muss ich das irgendwie tragen? Du nimmst es in die Hand und stellst fest, dass es in deiner Hand vibriert und irgendwie so leise summt. Ja, interessant. Okay. Oh. Nochmal nehmen. Use. Take. Hallo? Ah, der fällt vor dir zu Staub. Okay, auch gut. Ha, nimm das. Ich habe einen Skorpius, du kannst mir gar nichts. Die furchterregenden Zombies spüren dein Obsidian-Skorpius und sofort fliehen sie zurück dahin, woher sie kamen. Guck mal. Den Bauch der Mutti. Nee, das glaube ich gerade nicht. Okay, das ist nochmal der gleiche Text, ne? Also ist schon ein bisschen mehr Horror als die vorigen Teile. Ja. Okay. Das ist einfach nur was, wo ich ausgegraben hatte, ne? Weiß ich jetzt nicht. Da ist ein Gräber. Aber hier hatten wir ja eigentlich schon ziemlich viel gelesen, ne? Und ja, auch gebuddelt. Aufbuddeln. Ich doch nicht. Doch? Grabchenerei. Mach sowas nicht. In real life nicht. Nur im Spiel. Das gehört sich nicht als Saarländer. Nein, das machen wir nicht. Wir sind gut erzogen, katholisch. Das die Oma wüsste. Meine Enkelin. Meine Enkelin. Die buddelt einfach die Toten aus. Okay, nochmal der gleiche Text. Also er riecht deinen Obsidian und geht wieder dahin, woher er kommt. Obsidian ist auch so geruchsintensiv. Ja, natürlich. Also er spürt ihn, er riecht nicht, er spürt ihn halt. Tschüss, Zombie. Die ist ja immer noch abgesperrt, diese Tür. Wir haben auch keinen Schlüssel, ne? Kannst du da mit der Axt die Tür aufmachen? Boah, glaube ich ja fast nicht. Aber ich habe gerade den Obsidian ausgerüstet, da wäre blöd, das gerade zu wechseln. Hm. Oder? Dabei ist eine Steintür. Das bringt wohl nichts, ne? Sei denn einer dieser Zombies verliert mal irgendwie was. Sinnvoll ist. Ja, keine Ahnung. Ich bin ja schon mal froh, dass die Hexen hin, also dass wir das jetzt haben. Was sollten wir? Wir sollten die Büchse der Pandora besorgen, oder? Ja. Herr Floppy, wo ist die denn?
Haben wir die schon? Ich glaube nicht. Ich wüsste nicht. Ich tapp mal so ein bisschen rum. Was macht nochmal die Pfeife? Die tweetet. Soll ich die davor benutzen mal? Ich glaube ja nicht, dass das was bringt. Ich habe halt das Gefühl, dass wir irgendwie da rein müssen, aber ich kann mich auch irren. Nö, bringt nicht. Und die Toten tanzen rum. Noch eine Schaufel, wir haben die Flöte von Pan. Eine Flasche. Das Auge. Das will ich aber ungern benutzen. Rosella? Ah, da bist du. Uhuhu! Macht's im Wald. Uhuhu. Es ist ja Nacht und die ganzen Untoten sind gerade wieder aus den Gräbern gekommen. Vielleicht ist es Nacht, es ist auch Geisterstunde. Du könntest ins Geisterhaus gehen. Vielleicht sind Lobby da jetzt Geister. Schlau. Eigentlich gegen Kopfstoßen, ja. Ich habe anscheinend richtig geklickt diesmal. Okay, Geisterstunde, warum nicht? Speichere am besten mal. Ja. Oh, immer. Geisterhaus. Ghostbusters hätte ich auch nennen können. Du? Was hörst du da? Warum klingt das wie ein weinendes Baby? Und es kommt von unten. Nee, upstairs. Upstairs, genau. Von oben. Ja, Floppy. Irgendwie so eine Aufstiegpuppe. Ja, das ist schon irgendwie creepy. Chest of Drawers is empty. Cupboard ist auch nichts Interessantes. Nee, das neben Tannenzimmer, ne? Hey, ich komme. Ich finde das gerade irgendwie creepy. Das sieht irgendwie so aus, könnte man da was nehmen, oder? Okay. Wir gehen da rein. Also ich finde das sehr eigenartig, wenn ich nachts in so einem leeren Haus sowas hören würde. Oh, guck mal. Die bewegt sich. Das weinende Baby scheint in seiner... Scheint in diesem Raum zu sein. Ja. Krippe. Krippe heißt das Ding. Also die Krippe wippt hin und her und die Stimme des Babys hört man innen drin. Ja, guck mal. Nehmen. Du fasst mit deiner Hand in die sich wippende Babykrippe hinein und fährst auch ein bisschen umher, aber da ist nichts außer seltsame Kälte. Ein Schauer läuft dir über den Rücken und das nicht zu sehende Baby schreit immer weiter. Mund, Mikrofon. Entschuldigung. Spricht in einer sanften Stimme zu dem Babygeist. Es schleit immer weiter. Haben wir irgendwas, was wir dem Baby geben können? Zum Ball? Keine Ahnung. Das war die Frucht, die Dings wollte, ne? Die mal benutzen?
Nö. Aber es wippt nicht mehr. Also steht, dass es immer noch was macht und dass sie immer noch hin und her... Guck mal dann im offenen Schrank. Habe ich auch gerade gedacht. Greif mal rein. Ist leer, okay. Jetzt fängt's wieder an. Oh. Schau dich mal weiter im Haus um, ob da noch andere Geister sind. Okay. Das ist Mama-Geist, sowas. Hm. Ja gut, hier oben war ich ja eigentlich überall drin. Da kann ja nur noch unten jemand sein, oder? Vielleicht sitzen sie alle in der Küche gemacht. Ich habe das Gefühl, dass man irgendwas mit dem Baby machen muss. Weil es ist ja extra Stand da ja, dass man erstmal reinkam, oh, ein Baby schreit. Weißt du? Hier ist nix. Dass man ihm irgendwas geben muss. Du könntest auf dem Friedhof gucken, ob du irgendwie irgendwo das Grab von dem Baby findest. Am Friedhof? Yes, ne. Muss ich wieder graben gehen? Warum weil willst hier du mal ja... alle Gräber ausheben? Ja, weil damit der Geist zurückkommt. Weiß ich nicht. Vielleicht will es ja irgendwie befreit werden. Du hast das gesagt mit den Gräbern. Also mit dem Friedhof. Okay. Dann gehen wir mal auf den Friedhof, weil da war ja sonst kein Geist. Den Skarabäus hast du noch ausgerüstet, oder? Ich denke. Nee. Okay, jetzt hab ich's. Mach's nur noch mit der Hand. Also den Skarabäus. Warum? Das geht. Besser. Nee, das ist doch schon vorher so gewesen. Ja, okay. Also hier ist was mit einer Frau. Ein Lord, der hat, ja, der war ein bisschen älter. Er war jetzt auch nicht so alt, aber ja. Onkel Peter. Das ist eine Mauer. 6 feet beneath. Irgendein Jerry Jones. Der mit Knochen gehandelt hat und jetzt so. Selbst nur noch Knochen ist. Naja, passiert, ne? Corps. Ja, der Körper von Torp. Der Busch ist an, ich bin. Newberry Will. Also der war schon krank. Okay. Eine Mauer, eine Mauer. Mary Ann Loder. Die hat gern getrunken. Der ist auch Meterfeld. Dr. E. Letsam. I. Letsam. Miriam Bennett. Baby, son of Edward and Sarah Bennett. Speicher erstmal, würde ich sagen. Grab. Das wird ja noch richtig Halloweenig hier. Ah, da habe ich schon gegraben, guck mal. Echt? Anscheinend. Vielleicht muss ich nochmal graben. Es passiert zumindest was. Gäbe es ein Loch, aber finde es nicht so Interesse. Ach, nicht, dass du das schon zu früh gemacht hast und das Event, das jetzt kommen soll, nicht triggert. Das passiert.
Nein, da ist was. Vorsichtig gräbst du ein Loch an des armen Kindes Grab. Was ist das? Du entdeckst eine kleine Silber-Babyrasse. Oh. Du beugst dich herab, hebst die Rassel auf und nimmst sie mit. Das war der Plan. In die Löcher fällt sie nicht. Das wär's noch. Hättest du das Loch, das du selbst gegraben hast, ja. Es wäre nicht so weit weg von dem, was so bei King's Quest passiert. Stimmt. Was machst du jetzt? Ah, du willst hinter der Mauer entlang gehen. Okay, Ursula, geh hinter der Mauer entlang. Ist in Ordnung. Warum nicht? Das heißt, wir gehen nochmal nach oben und geben dem Baby seine Rassel, ne? Mhm. Ich denke, das macht Sinn. Armes Baby. Und dann ist der Geist wahrscheinlich zufriedengestellt, oder? Das ist das Elternschlafzimmer dann und dann geht man dann rüber ins Babyzimmer. Gab's wirklich Rasseln aus Silber? Ja. Du schüttelst die Rassel und fühlst dich tatsächlich ein bisschen albern, das zu tun. Ich will sie ja geben auch. Achso, du lässt die Rassel in das Babybett hineinkleiden und als du das tust, hört das Baby auf zu schreien und die Krippe schaukelt auch nicht mehr. Und du atmest du atmest erleichtert aus. Genau. Plötzlich hörst du ein schreckliches Rasseln von Ketten. Im Untergeschoss. Uhuhu. Das wird ja gruseliger. Wir haben doch was Gutes getan. Hallo? Wir haben das Baby befreit. War das nicht gut? Das ist ein böses Baby? Rasseln. Nein. Kettenrasseln. Ist ja auch eine Rassel irgendwie. Ja, sicher. Ja. Ja. Bisschen weit gegriffen, aber ja. Der Klang von lauten Gestöhne und das Rasseln von schweren Ketten beunruhigt dich. Oder verstört dich. Nein. Lautes Stöhnen. Ich muss tatsächlich gerade eher mit Rasseln an die Weihnachtsgeschichte denken von den Muppets. Wir sind Marley. Puh. Oh. Ja, Marley, sag ich doch. Sollen wir runtergehen? Mit dem Reden? Muss ich was ausrüsten? Ausrüsten. Keine Ahnung. Das Ding schützt vor Untoten. Ja, geistig auch untot? Keine Ahnung. Ich bin kein Experte für... Untote. Klasse 4, frei bewegliche Dunste. Wo sind die hingelaufen? Da ist er. Ja. Der Geist des alten... keine Ahnung. Old Wizard rushes to the house, lugging heavy chains behind him. Also so ein erbärmlich alter Geist, der humpelt durchs Haus und schleppt Ketten hinter sich her. Er stöhnt laut und vor Frustration und er scheint nach irgendwas zu suchen. Das er nicht finden kann. Ja. Kannst du mit ihm reden? Weiß nicht. Er antwortet nicht. Brauchst du denn... Der Musik. Weißt du, er möchte Musik. Ich finde es interessant, dass die Geister alle die Kerzen angemacht haben. Ich dachte, die waren schon vorher an. Nee. Okay. Soll ich da hochgehen? Der ist ja irgendwie hier so durchgegangen, oder? Ich feiere bestimmt wieder. Einfach Schrittchen für Schrittchen. Ja.
Ich glaube, wenn wir oben angekommen sind, dann speichern wir nochmal. Die Frage ist, ob er da oben ist überhaupt. Wir sind Made und Made. Nee, ist er nicht. Muss ich also das nicht. Kein Kommentar. Das ist ein perfekt. Oh, bist du platt? Ja, sehr platt. Das ist ein perfektes Timing, weil ich wollte gerade sagen, dass wir die 30 Minuten erreicht Tatsächlich. Haben. Tatsächlich. Du solltest besser aufpassen, Rosella. Ja, Floppine, pass besser auf. Das ist Rosella. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin, passt auf euch auf, vor allem beim Treppensteigen. Ja, bitte. Und tschüss. Tschüssi.